Mein Herz ist eine kleine Hure und bringt mich in Verlegenheit bei jeder sich ergebenden Gelegenheit. Denn es ist in kunstprächtiger Polygamie schon ganz schön rumgekommen und wurde in Sachen Anatomie recht herzhaft durchgenommen, hat sich dabei viel mehr verloren als dazugewonnen. Und manchmal wünschte ich an und für sich, ich könnte sagen, nee, du, das kümmert mich jetzt nicht. Was du schon wieder mal für bitterböse Sorgen hast und was du ohne Wege und Fuß jetzt wohl am Morgen machst. Doch weil mir ständig irgendwas schmerzhaft ins Herz fasst, sind meine Herzhallenklappen nicht dichtungsaktiv. Schnappen Krokodilkiefer klein alles auf, was sich in ihre Richtung verliebt. Ich hänge mein Herz an die Spitze des Fahnenmasts, nur um zu sehen, wie viel Himmel zwischen zwei Herzschläge passt. Oben auf dem Zinn drapiere ich es richtig schön, doch binnen zwei Sekunden verliere ich es mit dem Willen. Und keine Luftpolsterfolie und Knautschzonen können es dann vor dem Aufschlag verschonen. Führe es an Nylonfäden leiden, zwischen Wolkenästen spazieren, nur um es nicht in den nächstbesten Hochstromästen zu verlieren. Wenn es sich dann nachts wegstiehlt, aus der Hängematte im Milchstraßensternfeld schiebt, wo schon so viele Herzen verloren worden sind. Es sich trotz Herzschrittmacher zum Stolpern bringt, hängt es am nächsten Tag bis zum Anschlag aus meiner Brusttasche und bietet sich an als herzförmiger Dekoschwamm, an dem jeder mit zu viel Salz in den Augen seine Tränen trocknen kann. Und es dauert nicht lang, dann mache ich wieder Achterbahnfahrten in meinem Kardiogramm und hoffe ganz vergeblich, ich komme dabei dann auch mal irgendwo an. Denn schon seit der ersten Reanimation steht das Mikrofon meines Trommelton-Grammophon unter Starkstrom und auf Destillation aller Sorgen einer um mich platzierten Person. Weil ich meine Doppelherznaht schon im Ärmelaufschlag des nächstbesten Mannes trage. Und mit so ein bisschen Herz-Harakiri gepaart macht es dann Kamikaze-Kunst im Cardio-Quadrat. Und ist mein Rippenbogen dann auch erstmal gespannt, um Fantasieflügelpfeile abzuschießen, habe ich den Schlüssel gerade dann verlegt, wenn es darum geht, Herzkammern abzuschließen. Und so langsam hat es sich auch wirklich wund geschlagen, als ich wie ein Stück Fleisch auf dem Serviertablett mit passendem Sezierbesteck in tausend Gängen aufgetragen. Denn weltweit sind in Herzangelegenheiten selten behutsam. Und es gibt Zeiten, da wäre ich auch lieber gleichgültig, herzkalt und blutarm. Mein Herz ist eine kleine Hure und bringt mich in Verlegenheit bei jeder sich ergebenden Gelegenheit. Doch dabei hat es immerhin noch keinen Nachschlag verpasst. Hat tatsächlich wortwörtlich recht herzlich gelacht. Die besten Schläge weit ab vom Golfplatz verbracht und das weiß ich genau. Denn bei Donnerblitz sich Gewitter macht es besonders heftig Radau nur so aus Empathie. Und meine Herztöne sind Tramper, die hängen sich einfach überall dran. Schau ich euch mal alle so an, zeigt hier schon wieder einen High-Five hohen Herzschlag von mir auf der Hand. Herkömmliche Herzzahlen sind eher rippenrobust, haben einen integrierten Ventrikel-Verdichtungsverschluss gegen gefühlvoll vernichtenden Fokusverlust. Doch weil in Arterien, Ader, Amazonas, Erguss früher als später alles wieder zum Herz fließen muss, spült das auch immer ein bisschen Gefühl durchs Rippengemüt. Und auch wenn einen der Gefühlsbaus als Mensch oft ein bisschen verwirrt, ist es doch genau der Kontrast der Gefühle, wodurch die Herzterz zur Quart wird. Denn der Gegensatz von Liebe ist nicht Wut, der von Angst auch nicht Mut, der von Glaube nicht Atheismus, der von Darth Vader nicht Jesus Christus, der von Pazifismus nicht ständiger Streit, der von engstirnig nicht grenzenlos Schläfenwald. Und das Gegenteil von Freude ist auch nicht Traurigkeit. Denn die Verneinung aller Dinge
ist gleich Wirklichkeit.